Jo Leute und herzlich willkommen zu mir. Heute werden wir auf 13 YouTube-Songs Mashup reagieren. Ja, mit dabei sind Shirin, David, Iblali, Upright und Emra. Also nicht dabei, aber ihre Lieder sind dabei. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das Video kommt von Denergy. Das Video hat 2,4 Millionen Aufrufe. 2,4 Millionen Aufrufe, sagen wir es mal besser so. 97.000 Likes, also das sind kurz vor 100.000 Likes. Besser gesagt. Und ja, wir hören es uns mal an. Das Video geht 3 Minuten 45. Let's do this. Oh Gott, ey, meine Haare. Ich muss die wieder mal schneiden, die sind absolut lange. Du liebst mich nicht. Du Shirin? Liebst mich einfach ja. Nicht. Du liebst mich nicht. Und deshalb liebe ich dich jetzt nicht mehr. Kenn ich nicht? Jeden Tag um 15 Uhr auf. Oh shit, alles klar, Digga. Rausgehen. Lol. Ich brauch Training. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Aber das gefällt mir. Also, das hat mir jetzt sehr gefallen von Energy, das mit dem. Aufstehen, alles klar, Digga. Das er. Rausgehen, alles klar, Digga. 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 Déjà vu. Alles schon mal gehört, alles schon mal gesehen. Aber Case Freak hört sich nicht mehr so schlecht an. Also, ich, also gut, ich kenne es von anderen Videos auch schon. Aber Red, Everyday Saturday mit den zwei Girls hinten durch. War ein bisschen cringe, aber hier hört er sich nicht mal schlecht an. Und alles, was ich in diesem Video sage, soll niemand beleidigen oder verletzen. In dem Fall ist es KS Freak oder Denergy oder die anderen Lieder, die da gesungen werden. Also von den anderen Typen, Girls, Typen, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ich kenne mich mit der Musik nicht aus. Also nehmt es nicht so böse, wenn ich irgendwas Falsches sage. Denn ich mache keine Musik und ich produziere keinen Beat. Ich höre sie nur. Also, weiter geht's. Mike Singer kennt ihn nicht. Also ich kenne Mike Singer, aber das ist nicht. Emra. Ja, stimmt. Wieder ein sehr, sehr schöner Hintergrund. Scheine, Scheine. Den kennt man. Nur du nicht alleine. Leine. Den kennt man. Oh shit, nein. Aber das ist gut. Wie groß ist eigentlich Denergy? Das fällt mir jetzt gerade auf. Da ist also Case Freak. Wie groß ist Denergy? Hilfe. Das hab ich gemeint. Oh Gott. Aber wenn es Denergy produziert, ich weiß nicht, wer es produziert, steht ja da nicht. Keine Ahnung, muss ich nachher noch die Beschreibung anschauen. Wenn es Denergy singt, dann klingt es so anders und dann klickt KS Freak für mich irgendwie auch anders und besser, viel, viel besser, weil ich habe schon ein, zwei Mal eine Million und so gehört von ihm und andere Sachen. Ja, man kann es sich gönnen, aber ich finde, jetzt klingt KS Freak viel, viel besser und viel, viel selbstsicher. Und Denergy, man muss zu ihm nichts mehr sagen, das ist Weltklasse und immer Standards bei ihm, also von dem her. Ja, gut, außer die roten Haare, ne? Die haben da gefällt. Ja, mal schwer. Papa Wagen, Bitch, ich fahr ein Papa Wagen,
es gab einen Song von Arboret, Range Rover Mandatory, wo ich den Drop übelst krass gefunden habe. Also das fand ich so, so geil. Ist mir gerade eingefallen, nur wegen dem Babawagen, wegen dem Hintergrund, weil das Video wurde ja auch ähnlich produziert. Aber das fand ich eigentlich eins seiner besten Lieder. Also man muss auch mal sagen, da hat er sich übelst gesteigert. Kennt mich? Ey, Blah, der hat so ein Lied rausgenommen. Wieder zwei zusammen, hat übelst geil. Klingt ganz geil. Ah, ich finde am Schluss hat es ein bisschen nachgelassen. Der beste Part fand ich tatsächlich hier so, hier in der Mitte so. So dieser Übergang. Also es, am Anfang hat es mir ein bisschen besser gefallen, hat es ein bisschen nachgelassen, dann ging es wieder hoch. Und am Schluss geht's wieder. Also es hat mich eigentlich nie schlecht gefunden. Und ich werde dieses Video natürlich unterstützen mit einem Like. Oh, mit einem Like. Ich möchte, dass das auf 100.000 Likes kommt, wenn man das so sagen kann. Aber ihr könnt genauso mein Video unterstützen, wenn ihr mich abonniert und auch ein Like da lässt. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr das mit euren Kollegen teilt. Und ja, wir sehen uns, wenn es nächstes Mal heißt. Yo, Leute. Wir sehen uns. Peace, peace. Ciao, Jungs. Tschüss. Ah.